Wir befinden uns hier im Kindergarten der Stadtsparkasse Augsburg und mit den Vorschulkindern nehmen wir heute das Thema Wind durch. Und dabei wird ganz viel experimentiert. Die Stadtsparkasse Augsburg unterstützt unter dem Label der Zukunftssparkasse verschiedene Umwelt- und Klimaschutzprojekte, unter anderem auch über den Augsburger Zukunftspreis. Es gehört aber auch zu unseren Aufgaben, dass wir die Umweltbildung möglichst früh unterstützen und deswegen arbeiten wir mit dem Projekt Prima Klima zusammen. Denn ich denke, es ist ganz wichtig, dass es bereits den Kindern Umweltschutz, Klimaschutz in Fleisch und Blut übergeht und so können wir in unserer Gesellschaft das Thema effizient weitertragen. Heute am besten. Das mit dem Windrad. Ja, weil ich habe so toll mitgeholfen. Die Umweltstation Augsburg wurde im Jahr 2007 gegründet und ist eine staatlich anerkannte Umweltbildungseinrichtung hier in Augsburg. Seit dem Jahr 2009 haben wir das Projekt Prima Klima in Augsburg, bei dem wir viele Teilprojekte haben, die sich alle an Kinder und Jugendliche richten und bei denen es darum geht, dieses Thema erneuerbare Energien spielerisch zu entdecken. Das heißt, die Kinder werden selber aktiv und können erforschen und entdecken, wie das denn eigentlich mit der Wind-, Sonnen- und Wasserkraft alles funktioniert und kommen diesem Thema auf die Schliche. Das Windrad finde ich jetzt sehr toll. Das ist echt schön, jetzt bin ich echt gewesen. Der Umweltstation Augsburg ist wichtig, dass wir ganz praxisnah arbeiten, ganz praktisch. Und momentan bauen wir ein großes Windrad, das wirklich so groß ist wie eins der Kinder selber. Das werden wir nachher im Kindergarten aufstellen und da sind wir jetzt gerade fleißig dabei. Jede Kollegin von unserem Team hat einen bestimmten Bereich, in dem die Kinder gefördert werden. Die Kinder werden in den Bereichen soziale Kompetenz, sprachliche Kompetenz und Bewegungskompetenz besonders gefördert, weil es unsere Schwerpunkte sind. Darüber hinaus arbeiten wir ressourcenorientiert. So haben wir die Möglichkeit, dass alle Kinder viele vielfältige Lernumfelder bekommen. Was hast du heute so gelernt? Dass Strom sehr wichtig ist und dass man mit Strom was machen kann. Ja.